Willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Sheena Tiger ist hier wieder mit dabei. Mit mir hier und unsere Druiden. Ich habe meinen Druiden gar nicht getauscht. Moment. Ja, ich versuche mich ja weiterhin immer noch. Das machst du doch absichtlich. Richtig, so und jetzt geht es ja darum, dass ich mal auch wieder mit meiner Klassenquest hier weiterkomme. Die unglaublich aufregende hier auf Corellia ja. Vom Cis-Inquisitor mit dem Kagat. Hieß es Kagat? Ich glaube ja. Kommt irgendwie bekannt vor. Ich habe ja extra nicht zu verwechseln mit dem Kattegat. Das war wieder woanders. Ja, auch extra diese Folge, wo das angefangen hat, auch mit rausgesucht gehabt. Okay. Bei dir. Ich habe eh so viel an Folgen aufzuholen, das sage ich ja jedes Mal. Das sagst du immer. Ja. Also ich versuche wenigstens bei ein paar Sachen dann hinterherzukommen. Die Sachen, wo ich nicht mit dabei bin, zum Beispiel. Ja. Also selbst das, der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Das stimmt. Ich fange an, YouTube zu gucken, dann muss ich schon ins Bett irgendwie. Das ist, weil der nächste Tag raus muss zur Arbeit. Ja, richtig. Auch wenn die Arbeit im Büro ist. Moment. Im Wohnzimmer ist. Und ich versuche auch dort zu gucken, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Zu arbeiten, kannst du nicht gucken. Ja, bei den Tätigkeiten, die ich mache, kann das meistens nebenbei laufen. Es sei denn, es ist wie so oft irgendwas, wo man sich dann eh drauf konzentrieren muss. Dann wird's schwierig. Ja. Oh, hier ist ja schon. Ach, hier, wunderbar. Sprengsätze entschärfen. Ich räume mal so ein bisschen für dich mit auf. Ja, mach das. Das ist keine schlechte Sache. Hast du schon mal Unterstützung bei deiner Klassenquest? So, weiter vorne. Da vorne habe ich natürlich auch noch einen übersehen. Das ist natürlich wieder super. Hat der Tiger auch nicht aufgeräumt? Nee, ich bin auf der rechten Seite erstmal lang gelaufen. Ach so. Da ist schon aufgeräumt. Mir fehlt jetzt aber nur noch der auf der rechten Seite. Der eine fehlt mir noch. Ich mache das gerade genau. Irgendwie so ein bisschen durcheinander hier. Immer schön die längsten Seiten, immer schön die Diagonalen ablaufen. Das ist das Haus vom Girassieren. Genau. Jetzt? Jetzt müssen wir wieder zurück. Und dann rechts abbiegen. Ah, zum anderen Questpunkt. Oben rechts ist. Nee, das ist allgemein. Das ist die Killer aller. Quasi auf der gleichen Höhe wie jetzt, nur auf der anderen Seite der Wand quasi. Können wir uns nicht einfach durch die Wand bohren? Du hast doch so einen schönen Schweißer da. Ja, würde ich gerne machen. Geht aber leider nicht. Das gibt das Spiel nicht her. Müssten sie mal machen. So ein Spiel, wo das geht. In den Filmen geht das auch immer. Ja, eben. Aber es dauert halt auch immer recht lange im Film, bis sie durch so eine Tür durch sind. Wenn du dann durch den Rand willst, das wird dann schon schwieriger werden. Die sind einfach umgefallen, ich hab's doch kaum angeguckt. Ja. So ist das hier. Die können wir auch sein lassen. Ach komm, der Vollständigkeit halber. Na. Da guckt noch ein Bein raus, das ist ganz gut, dann kann man den doch looten. Zuerst also erst am Bein raus, um dann die Taschen zu leeren, ja? Genau. Ja, wenn sie komplett in irgendeiner Konsole liegen, ist das halt schwierig mit Looten. Ja, muss ich hier was hin? Keine Ahnung. Nee. Ich folge dir nur. Hier müssen wir hin. Ja, also waren wir doch schon irgendwie richtig. Ja, wir waren richtig. Die Ecke hätte man sich sparen können. Ja, aber der wertvolle Loot. Die 50 Credits. Okay. Genau. Achso, Entschuldigung, hier rein. Das ist irgendwie ganz schön lang groß hier. So, und jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite von dem, wo wir eben waren.
Es ist bloß verwinkelt. Nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Jetzt erkennt jeder eure Schrecken. Ach Mensch, das ist der, den ich töten will. Der fliegt einfach. Mhm. Ihr habt eure Flotte gerettet. Aber der Feind ist euch durch die Finger geglitten. Guck mal, der macht mehr kaputt als du. Ja, voll und fair. Jetzt muss ich wieder aufholen. Mach doch einfach seine Fabriken kaputt. Nein, ich muss jetzt die Ventil... Die Notfallventilsteuerung aktivieren. So. Hier? Ach, nö, da unten. Sterbe ich jetzt? Nein. Nee, nee. Mach du mal was gegen das Geräusch. Bin dabei. Besser? Ja. Mach das Geräusch wieder an, mir ist langweilig. Ich mache jetzt ein Rudelgespräch. Mein Sith Lord, die Raffinerie gehört uns. Die Flotte wird gerade betankt. Wir sollten Thanaton nun direkt angreifen. Mit Freuden, mein Sith Lord. Wir haben Thanatons Haupteinsatzbasis auf Corellia ausgemacht. Eine alte republikanische Kommandozentrale im korellianischen Industriemuseum. Er hat seine gesamten Einsatzmittel bei der Basis konzentriert. Und was noch besser ist, nur wenige wissen, dass sie nicht mehr der Republik gehört. Ich habe mich immer gefragt, warum Thanaton mich nie dorthin eingeladen hat. Jetzt muss ich wohl uneingeladen kommen. Das Kagat duldet keine halben Sachen. Wir müssen Thanatons Basis komplett zerstören. Die Flotte hat mehr als genug Feuerkraft, um das zu erledigen. Aber leider ist die Basis gegen Angriffe aus dem Orbit geschützt. Wenn ich Thanaton richtig einschätze, wird die Basis im Inneren genauso stark bewacht sein. Um die Schutzschilde auszuschalten, werdet ihr eine Angriffseinheit brauchen. Können eure Leute mir dabei helfen? Ich kann leider keinen einzigen von ihnen entbehren und schon gar nicht jemanden mit der Ausbildung, die ihr benötigt. Ihr braucht Kampfkommandos. Außerhalb des Zoos von Coronet City befindet sich ein imperialer Kommando-Außenposten. Die Leute dort sollten euch in die Basis bringen können, damit ihr die Schildgeneratoren zerstören könnt. Wenn die Schilde unten sind, wird die Flotte angreifen. Okay. Du hast auch wieder bloß unfähige Leute auf der Flotte, kann das sein? Ja. Alles muss man selber machen. Deswegen, also wie gesagt, die Story hier auf Corellia ist echt mies. Zurück in die Tunnel. Wir müssen hier raus und dann nach links. Da geht's dann zu irgendwelchen Tunneln. Juhu, Tunnel. Sind wir richtig? Wir sind noch auf der falschen Ebene. Wir müssen da nochmal wieder hochlaufen. Das ist sehr verzweigt hier. Ja. Das stimmt. Aber hey, guck mal, wie weit wir gekommen sind mit der Technologie. Früher gab es sowas nicht, von wegen 3D. Nee. Da sah das bloß optisch aus wie 3D, war aber alles auf einer Ebene. Hui. Oh. Freiheit. Licht. Luft. So, jetzt dann nach links weiter, ne? Ja, hatte ich irgendwie gesagt. Ah, hier gibt es so kleine Tunnel dazwischen. Da fallen sie schon um. Ja, halten halt nicht viel aus. Da fehlen auch nur 6 von. Da kommt schon. Die Vorhut. Das war eine Herausforderung. Das war eine Herausforderung. Mein Gefährte hat gerade gesagt, das war eine Herausforderung. Ich weiß ja nicht. Ja, mein Gefährte sagt mal so das Gegenteil. Ich brauche eine größere Herausforderung. Ja, das passt besser. Ich würde sagen, wir machen eben noch die beiden Silonianer fertig. Das war dann. Obwohl, die stehen ja hier sowieso.
Gut. Wieder eine Quest fertig. Ja. Das, wenn wir das hier haben, müssten wir auch mit den Tunneln durch sein, ne? Du frost Sachen? Hm? Du frost Sachen, wir sollen hier rein, steht da irgendwo. Naja. Aber das müsste jetzt das letzte dann auch sein. Ist das hier irgendwie wichtig, wie rum wir gehen? Ich glaube nicht. Wir müssen da zur Obermackerin hin und dann die einmal vernichten oder gefangen nehmen und dann. Wir müssen uns links halten. Jo. Ach, da ist ja eh was größer. Das habe ich aus meiner Position nicht gesehen. Heckenschütze, die sind hier aber schlecht aufgestellt. Ja, keine Hecken vorhanden. Eben. Oder ähnliches. Ach, da ist noch einer. Gegen wen kämpfst du denn da? Ist als Patrouille angekommen. Dachte mir, gegen die müssen wir denn eh kämpfen. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Dachte mir so, hä? Ist doch schon tot da? Und was macht der denn? Das ist der Vorteil des Fernkämpfers. Er hat eine bessere Übersicht. Mhm. Kein Grund zur Sorge. Doch, hier können wir auch einfach dran vorbeigehen. Tschüss, wir töten mal eure Chefin, ne? Aha, du willst also wieder Mord und Totschlag. Nein, will ich gar nicht. Gucken, ob man die Wahl hat. Ich habe viel über die furchteinflößende Anführerin der Selonianer gehört. Ich werde ruhen, wenn Corellia dem Imperium dient. Hätte ich gerne mal meine Reaktion gesehen. Was hast du denn gesagt? Ich habe gelogen. Ach so. Hatte ich auch erst überlegt. Einfach mal aufgeben, nicht so wie sonst, immer fest drauf. Geht nicht. Corellia ist unter neuer Führung. Das war das Herz des Widerstands im Tal der Arbeit. Dank euch hat es aufgehört zu schlagen. Ich bin General Hesker, Imperiale Garde. Darth Decimus hat uns zur Unterstützung gesandt. Tja, schade, dass ihr... Ja, genau. Wie angenehm für euch, genau in dem Moment zu erscheinen, in dem Murtel gefallen ist. So sieht's aus. Die flüchtenden Rebellen haben uns aufgehalten. Ja, ich musste große Mühen auf mich nehmen, um euch zu erreichen. Wir haben den Bau flankiert und die Tunnel hinter uns zum Einsturz gebracht. Das Transportnetzwerk der Rebellen ist zerstört. Was die Selonianer angeht, lässt Darth Decimus ihr Schicksal in unserer Hand. Die Selonianer werden gute Diener abgeben, aber noch eine Revolte und es ist vorbei. Endlich können wir uns auf unseren Kampf gegen die Republik konzentrieren. Corellias einst makelloser Axialpark ist jetzt ein Kriegsgebiet. Die Republik kämpft verzweifelt darum, ihn wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Darth Decimus hofft, dass ihr die Offensive anführt. Wir haben die Tunnel zum Einsturz gebracht, die rausführen. Also müsst ihr eine Raketenbahn zum Axialpark nehmen. Kommt zu meiner Garnison. Wir werden sie zerschmettern. So. Ich war wieder viel zu gnädig. Dann geben wir mal die Quest ab, ne? Ja, dazu müssen wir erstmal wieder zurück.
Codex-Eintrag entdeckt. General Hesker, du erhältst 0 Erfahrung. Gut. Keine Kommandopunkte. Anscheinend nicht. Der ist nichts wert. Missionsdepot. Die Rebellen sind erledigt. Gut, gut. Mit jedem Schlag wird die Rebellion schwächer. Bald ist sie nur noch Asche und Erinnerung. Das war jetzt, hätte man sich auch über das Holocom machen können. Nein. Die hat doch unsere Bankdaten nicht. Das ist mir doch egal. So, kann man ja jetzt hier irgendwie hochspringen? Jetzt muss man wieder einmal nach unten und dann wieder nach oben. Ja, immer den langen Weg gehen. Na, dann kann ich hier noch einmal euer Geld eben wieder ist immer willkommen. Zeug abgeben. Ich glaube, das ist... Oh, nee, die Handschuhe, diese bringt's tatsächlich. Beehrt uns bald wieder. Mensch, ja. Aber der Rest ist... Nix. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Nö. Beehrt uns bald wieder. Jetzt sollen wir in den Park gehen, ja? Mhm. Oh, einen schönen Spaziergang. Oh. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Wir, die haben da keine romantischen Ecken. Ich glaube... Ah doch, die haben bestimmt viele lustige Feuer gemacht. Mhm. Ja, okay. Romantisches Lagerfeuer ist auch in Ordnung. Wo fahren wir eigentlich hin? Zum südlichen oder zum nördlichen Axialpark? Weiß ich gar nicht. Vielleicht mal gucken. Das werden wir gleich an der Kreuzung sehen. Mhm. Und es geht so. Wir sind gerade rausgefahren, also zum südlichen. Juhu, das ist eh wärmer. Naja, also ich weiß nicht, ob Süd- oder Nordpol ist, irgendwie beides kalt. Oh, Grünzeug. Grünzeug? Geh mir weg mit dem Salat. Nein, das ist der, ist das Grünzeug, was man nicht isst. Ach so. So. So sagt er. In die andere Richtung eigentlich. Aber wir hat da hier irgendwas in der Richtung angezeigt. Ich muss aber erstmal hier in der Basis mit ihm sprechen. Du machst ja wieder Sachen. Ja, eben nicht, wenn wir nicht dahin gehen. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Basis aussieht. Bin einfach bloß dem ersten Fall, den ich gesehen habe, gefolgt. Sehr gut. Einfach irgendwo hin. Ich muss mir dann immer irgendwas anhören hier. Gibt es eigentlich keine anderen Quests? Gar nichts angezeigt in die Richtung, ne? Doch, hier sind Quests. Was? Die haben hier Quests? Hm. So eine Unerhörtheit. So eine Ungehörtheit? Ja. Die hören wir uns. Das ja, heißt, noch, sowas habe ich ja noch nie gehört. Noch sind, die, in der Basis. Noch sind die Quests ungehört, aber jetzt hören wir sie uns an. Ja, lesen eher in dem Fall. Az Edge Edlin Dolog Az Volhoje. Vegetalen, Utakan Anatanban. Tanger es Az Edge Hedge Tet Nel Kulu. Das klingt, als wäre Hilfe vonnöten. Hedge Kul dort Heliet. Sedje Bentex du Raso. Zo Kis Sal. Mes Mivol, Kotilia for Leon. Az Edge Edlin Dolog Az Volhoje. Hat das Imperium euch denn keine Truppen für den Auftrag geschickt? Ater eller heto, a emse fesse tetelo, tonkes dete ege. Vegetalen, utakan anatanban, tenger es as age, hege tet nel kul. Vitolak, nuga lomban, arvis tete a zelmaj nem nugot. Jetzt werde ich zeigen, wozu die Sith fähig sind. Nem vol quinta vila gito torco.
Du meintest eher, als wirst du zeigen, wozu ein Fremdling fähig ist. Ja, eigentlich schon. Kolagi hotza ya fulki. Sete uko basiki. Danti ruha du frita. Frida? Kukadu choski na wakuchusa. Yo machta chi pompota. Soll mich das jetzt interessieren? Tula mustaki trita nimni. Tad nu valulia witiba. Oh, er spricht meine Sprache. Oh, gutuni ompi bedwana. Nipopo chopauma. Niskrui dopa. Bompa gepta yonkos basketball, ja? Ich will mich nicht schuldig fühlen, also tue ich es. Wafumale du boto duana, wanki wapata, ja tuka loka. Tumta susa neko, higa dan loya. Kredithaufen, die grinsen? Ich weiß ja nicht. Der kann grinsen? Ich glaube auch nicht, dass der grinsen kann. Habe ich so meine Zweifel. So. Hier drin ist also irgendwas angeblich, ja? Mhm. Hier ist angeblich der Major Ilun. Und der soll mir seine Truppen geben, einfach. Und dann bin ich hier auch durch. Aber ich glaube, so einfach wird es nicht. Ja, sind doch wieder alles plus Nulpen, die Truppen. Ja. Und noch eine Quest. Hier links ist doch was Grünes. Und da rennt er einfach weg. Wir hätten auch die anderen Quests nehmen können. So, jetzt habe ich hier auch mal Krankenwagen. Vielleicht hört man die jetzt auch mal. Ah, so sieht man sich wieder. Und gerade dann, wenn sich die Situation im Axialpark allmählich zuspitzt. Das hier war einmal der schönste Park in der ganzen Republik. Natürlich haben unsere Kämpfe die Landschaft nachhaltig verändert. Darth Decimus wird euch über die Details informieren. Dank euch ist die Rebellion im Tal der Arbeit zerschlagen. Aber der nächste Kampf wird nicht so einfach. Die Republik tut alles, um den Axialpark zu halten. Sie wissen, dass die Kontrolle über Corellia auf dem Spiel steht. Ach, der Tag wimmelt nur so von Schocktrupps, Kampfdroiden und Sondereinheiten, angeführt von einem sehr gefährlichen Jedi. Wir waren nie zuvor mit einer derart massiven republikanischen Streitmacht konfrontiert. Die Zahlen der Republik sind der Strategie des Imperiums nicht gewachsen. Ich hoffe doch, wir haben eine passende Antwort parat. Das ist richtig. Wir haben Artillerie, Sondereinheiten und Kampfläufer am Boden, sowie Bomber in der Luft. Aber dieser Kampf erfordert mehr. Corellia wird nicht uns gehören, solange es die Rebellen noch gibt. Wir werden ihre Armee hier zermalmen, die Republik brechen und den Axialpark einnehmen. Dann sind wir bereit, die Rebellion im Kern zu ersticken. Ich werde mich im Axialpark umsehen, aber versprechen kann ich nichts. Während ihr die Sehenswürdigkeiten genießt, wird euch jemand begleiten. Ihr erinnert euch sicher an das korrupte korallianische Ratsmitglied, Darbin Zul. Sind diese Fesseln wirklich notwendig? Darbin ist jetzt euer Gefangener. Er wird euch bei eurem Ausflug in den Axialpark begleiten und ihr werdet ihn an die Republik ausliefern. Hört ihr, Darbin? Wir ziehen in die Schlacht. Hoffentlich seid ihr vorbereitet. Geht nur nicht so schnell. Ich bekomme Blasen von diesen Fesseln. So verlockend es auch sein mag, tötet ihn nicht. Wir brauchen Darbin, um die Republik zu infiltrieren. Nehmt ihn als euren Gefangenen mit in den Kampf und dann verliert ihn. Darbin sollte sich an den Rest erinnern. Wie an das Gesicht meiner Mutter. Ich schmeichle mir meinen Weg in die Republik. Sobald ihr den Axialpark eingenommen habt, helfe ich euch, sie von innen heraus zu besiegen. Exakt. Lasst Darbin frei. Erobert den Axialpark und ihr werdet den Samen unseres endgültigen Sieges säen. Gebt alles. Seht euch Darbin an. Das frische Gesicht, die gute Laune. Für einen imperialen Gefangenen ist er nicht angeschlagen genug. Haltet still, Darbin. Ich will euch nicht das Augenlicht nehmen. Moment! Das ist nicht euer Ernst!
Also das muss schon real aussehen. Wenn die Republik eure Loyalität in Frage stellt, zeigt ihnen eure Blutergüsse. Ihr liefert diese Ratte ab und ich leite eure Angriffe gegen die republikanische Armee. Viel Glück. Du wolltest wieder lieb und nett sein, ja? Ich bin immer lieb und nett. Berauschend. Ich habe so ein Ding noch nie benutzt. Vielleicht kann ich auf dem Weg zur Republik ja noch üben. Seid vorsichtig. Versucht euch nicht damit zu verletzen. Danke für eure Sorge. Ich werde sicher nicht länger hier bleiben als nötig. Lebt wohl. Ich werde mich an euch alle erinnern, wenn ich Premierminister bin. Ja, besser ist das auch. General, sonst komme ich vorbei. Ist bewaffnet und bereit. Endlich. Kommen wir jetzt zur Schlacht. Unsere Kanonen werden angegriffen. Schlagt die Streitkräfte der Republik zurück. Wenn die Waffen gesichert sind, habe ich weitere Informationen und Befehle für euch. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla 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 bla. Und die nächsten Quests annehmen. Bist du dir sicher? Mhm. Okay. Wieso? Ja, oh, das können wir schon noch diese Folge machen. Das ist sonst albern. Ich sehe schon, meine Quest nehmen wir nicht an. Achso. Immer rennen wir am Grünen vorbei. Grünen? Diese Korillianer sind echt lustig, was? Da bombardiert man ihre Städte und sie jagen einem prompt die Fähre in die Luft. Dieses Volk hat das Herz am rechten Fleck. Sie haben sich eine Welt voller Schmerz gekauft, aber verflucht nochmal. Meinen Respekt haben sie sich damit verdient. Was diese Selonianer betrifft, auf die könnte ich gut verzichten. Böse, grausame Wesen mit tödlichen Zähnen und Klauen. Wahrscheinlich noch dazu voller Krankheiten. Nö, die sahen ganz gesund aus. Ihr redet über sie, als wären es Tiere. Tiere ist vielleicht ein etwas heftiger Ausdruck. Aber er gefällt mir. Die Selonianer halten sich für Krieger. Aber sie kämpfen wie Bestien und reißen unsere Soldaten in Stücke. Eine ganz bestimmte Horde hat besonderen Gefallen daran gefunden, meine Truppen anzufallen. Ich brauche jemanden, der diese Wilden findet und ausschaltet. Ist praktisch schon passiert. Das ist die richtige Einstellung. Sowas braucht das Imperium. Ihr findet den Bau der Selonianer in der Nähe. Sie sind Ungeziefer, das vernichtet werden muss. Ich dachte, die kämpfen jetzt schon für uns. Ja, anscheinend nur der eine Bau. Ihr seid ein guter kleiner Kollaborateur, deshalb habe ich euch angehört. Aber sagt mir noch einmal, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe, dann lasse ich euch ausbluten. Bitte, es tut mir leid. Ich bitte euch nur darum, die Tiere nicht zu jagen und zu töten. Gut, genau die Art von Profis, die ich brauche. Die Republik hat ein Rudel Chagalors aus dem Coronet Zoo freigelassen. Wir werden in Stücke gerissen, wenn wir versuchen, dieses Gebiet zu durchqueren. Klingt, als gäbe es Meinungsverschiedenheiten, wie man die Dinge handhaben sollte. Ignoriert ihn. Er hat schließlich kein Bataillon Männer, das in Stücke gerissen wird. Diese Chagalors. Das sind korellianische Raubtiere. Kräftig und extrem aggressiv. Vom letzten Trupp, den sie angegriffen haben, waren die Fetzen meilenweit verteilt. Sie müssen beseitigt werden. Diese Raubtiere sind selten und anmutig. Die Könige der korellianischen Wildnis. Ja, der Vorstoß des Imperiums muss fortgesetzt werden. Aber bitte, löscht die Juggalos nicht aus. Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Er ist vom Zoo. Er hat uns bei der Besetzung unterstützt, also dachte ich, ich höre ihn an. Aber er weiß nicht, wann es genug ist. Bitte. Der Zoo besitzt eine Pheromonverbindung, um die Aggressivität der Juggalos zu steuern. Ihr könnt ihre Feindseligkeit auf ihre republikanischen Halter umlenken. Gleiches Ergebnis, aber ohne sie zu töten. Wenn ihr sie tötet, wisst ihr, dass sie neutralisiert sind. Keine Überraschungen. Es hat keinen Sinn, sie zu töten, wenn wir sie ebenso gut gegen die Republik einsetzen können. Das werdet ihr nicht bereuen. Hier die Verbindung. Verabreicht ihr sie den Juggalos, ich gebe sie den Leuten des Lieutenants.
Für die Juggalos werden wir wie Artgenossen riechen. Und die Leute der Republik nach Gefahr. Jo. So einfach geht das. So einfach ist das. So, du hattest hier auch noch was? Ja. Und ständig rennst du daran vorbei. Das wird mir ja nicht angezeigt auf der Minimap. Das ist auch rot und so, ne? Das die dunkle Seite hat euch im Stich gelassen. Chakrin Sanyukai. Ich bin Lord Razor. Wenn ich das nur glauben könnte. Schießt alle auf den Jedi. Ich füll auf... Ja? Ich wollte auf Lord Razor schießen. Können wir das nochmal ausdiskutieren? Ja, vielleicht. Fangt an, die Toten zu zählen. Ich werde Darth Enrai von seinem Schüler berichten. Zwei. Ihr habt den besten Teil verpasst. Republikanische Raketen, die Soldaten in Moos verwandeln. Unsere Division wurde zerschlagen. Dieser Krieg wird immer hässlicher. Bringen Sie eurem Volk dieselben Dinge bei wie uns? Kinderlieder über Schlachten und Ruhm? Diejenigen von uns, die noch am Leben sind, werden jetzt aufgeteilt und anderen dunklen Lords unterstellt. Bleibt einfach zusammen und zeigt den Lords, dass ihr noch lange nicht am Ende seid. Habt ihr schon mal eine Guerillatruppe geleitet? Kann auch nicht schlimmer sein, als Kanonenfutter zu werden. Ich überleg's mir mal. So, jetzt müssten wir doch eigentlich... Nee. Doch in die Richtung hier weiter. Was geht da wieder raus? Ah, ein Anruf. Ein Holocom klingelt. Juhu, das klingt nach Spaß. Okay. Inwiefern? Wolltest du schon mal ein Schiff von innen sehen und gefoltert werden? Klingt gut. Dann bist du also mit an Bord, ja? Ich bin dabei. Aber erst, na gut, das wahrscheinlich nicht mehr in der nächsten Folge, aber diese Folge ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.